Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lucifer's Call und heute im Gefängnis aus Etage 1. Ich bin schon mal hier hochgelatscht, weil ich dachte eigentlich, dass ich höher komme, aber hier war schon eine Seele und deswegen wollte ich das euch natürlich nicht vorenthalten, was diese Seele zu sagen hat. Und zwar, der Imperator auf der obersten Etage macht hier in meinem Revier einfach, was er will. Ich würde den Kerl verprügeln, aber mir ist so kalt, dass ich mich nicht bewegen kann. Er hat nochmal Glück gehabt. Vorerst. Ja. Wir müssen auf die oberste Ebene, hat er uns gerade gesagt, und wir können diese Spiegel, die da hinten sind, nicht betreten. Das heißt, wir müssen wirklich sozusagen so hochgehen und man sieht schon etwas wirklich, dass es anders aussieht als vorher. Und ja, wir müssen auf die oberste Ebene. Das heißt, können wir da einfach bloß geradeaus laufen? Geht das? Ah ja, doch, wir haben ja alles freigeschaltet, deswegen. So, wir müssen ja. Beziehungsweise wir haben ja alles frei gemacht. So, wir müssen, glaube ich, jetzt. Ich speichere mal einfach mal hier, weil ich das einfach mal kann hier. Also, weil ja hier ein Speicherpunkt ist. Falls es halt knapp wird, dass ich dann hier nicht nochmal so extrem lange laufen muss. Und ja. Ich wollte übrigens in der letzten Folge eigentlich über mich reden. Und zwar über. Also, ich hatte eigentlich frischarme, fettarme Milch in der Hand vor der Folge, aber das ist ja nicht so interessant. Ich habe letztens, was ich sehr interessant finde, hier diese Fructif, wie werden die ausgesprochen, von Müller getrunken. Ich habe, also die sind limitiert, die sind nicht so, also nicht so viel ist da und also nicht so viel ist da dran und da ist extrem viel, normalerweise ist extrem viel Zucker drin, aber in diesem Fructif ist kaum Zucker drin, also wenig. Und das hat mich schon verwundert. Und ich habe das mal, also, beziehungsweise meine Eltern haben es gekauft und mir mitgebracht. Und es ist interessant. Also ich habe hier die Sorte. Da ist wirklich keine Milch drin. Also man schmeckt da null Milch draus. Ich weiß auch nicht, warum da. Ja, gut, ist von Müller. Aber trotzdem, da ist ein Molkereiprodukt unten drauf, steht zumindest. Molkenmischerzeugnis mit Zuckerarten und Süßungsmittel. Wärme behandelt. Ja, also da soll irgendwie Milch drin sein, aber da ist kaum Milch drin. Das sind auch hier, wie gesagt, nur 6 Gramm Zucker drin. In dem normalen Müllermilch, den habe ich übrigens auch hier, weil meine Eltern ist auch den. Die kaufen all jeden Scheiß, hab's aber ist bunt. Oh, ist bunt, gekauft. Oh, ist bunt, gekauft. In dem normalen sind drinnen 12 Gramm je 100 Milliliter. Da sind 400 Milliliter drin. Könnt ihr euch selber ausrechnen, ne? Sind irgendwie. Also 11,4 Gramm Zucker ist da drinnen. Mal 4, ne? Und so rund 50 Gramm, das ist schon viel. Also. Dann überlege ich das hier. Ach, das hier ist auch bloß. Ja, gut, das sind 5 Gramm weniger. Ah, gut, ist doch nicht so, also nicht. Ja. Also, was ich aber hier hatte, war Gartenfrüchte, Himbeere, Rhabarber mit Apfel. Und das hat richtig lecker geschmeckt. Also, ich muss schon echt sagen, es war echt lecker. Also, kann ich nur empfehlen. Also, Fructif, falls jemand das mal probieren will, soll es jetzt nicht als Lebenselixier nehmen und so weiter, sondern wirklich einfach bloß mal, einfach mal probieren. Und dann nie wieder wahrscheinlich, weil da zu viel Zucker drin ist. Da müsst ihr echt aufpassen. Also, da gibt es. Also, es gibt sehr viele sozusagen. Fake-Sachen in der Molkereiproduktindustrie. Zum Beispiel Kinderriegel, Pingomi. Pingu. Ach. Wie heißt das? Nee. Pinguin. Das ist halt in der Werbung da ist mit diesem Pinguin. Eis-Pinguin. Ich bin ein Eis-Pinguin. Und so weiter. Ihr kennt. Oh, was ist da? Bei der Tisch. Da stehen welche, oder? Da stehen echt welche. What the fuck? Hey! Ho! Hey! Ho! Gepriesen sei der Imperator! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho, der Champion! Ja. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Anscheinend nicht. Ich habe gespeichert.
Ich werde es mal im Neukakusushi kämpfen, oder? Ja. Probieren wir es einfach mal. Können wir mal hier hingucken. Also wie gesagt, in solchen Sachen ist meistens viel Zucker drin und wenig Milch. Das ist wirklich eine Frechheit. Weil früher hatte nämlich auch Milchschnitte gesunder Snack oben rechts an der Packung dran, ne? Und oder sowas ähnliches. Und das mussten die halt wegmachen. Weil das ist halt kein gesunder Snack, das ist einfach nur Zucker. Wie Sau. Und das wissen natürlich die meisten nicht. Und kaufen das natürlich für ihre Kinder, weil sie denken, das ist gesund. Aber es ist nicht gesund. Also Finger weg davon, also nicht zu viel essen. Weil da ist wirklich zu viel Zucker drin. So. Hey ho! Ich bin böse geworden. Ich bin schwarzer Frost. Hey ho! Ich bin so böse, dass man mich den Imperator von Kabukicho nennt. Der Dämon in dir macht mich verrückt. Hey ho! Die Welt gehört dem mächtigen Imperator. Wie war das? Bist du beeindruckt? Hey ho! Hey, ich hab ja solche Angst. Hey ho, ich bin so cool. Aber ein Imperator muss kalt sein. Kein Mitgefühl. Ihr werdet alle in der Hölle gefrieren. In der Hölle gefrieren. Ach, wen kümmert's? Hey ho. Das ist übrigens... Mugon. Hat nicht funktioniert. Das übrigens ist der kleine, süße Jack Frost, den wir zum allerersten Mal in Shibuya getroffen haben und dann in Ikebukuro vor den Toren gesehen haben. Das sind alles dieselben gewesen. Und das ist nämlich der hier. Der süße kleine Jack Frost ist jetzt zum schwarzen Frost einer der mächtigsten Monster im Spiel geworden. Und wir müssen ihn nun besiegen. Wir machen als allererstes erstmal Makaram. Denn ich weiß nicht, wie gut, was er so alles kann. Und deswegen. Ich reduziere einfach mal seine Verteidigung. Mal gucken, was er dagegen macht. Und das bringt mir leider nichts. Denn er ist nämlich, wie gesagt, gegen physikalischen Angriffe immun. Und. Ich denke mal sein, obwohl, wenn er das wegmacht, dann habe ich einen Arsch. Also, er ist auch, obwohl er ein Eismonster, also zumindest scheint es ein Eismonster zu sein, ist er immun gegen Feuer. Das heißt, wir können ihn eigentlich nur mit Stärke und mit Blitz angreifen. Und deswegen brauchte ich diesen roten Reiter. Denn ihr seht, er macht extrem viel Schaden. Und ich bin extrem gewappnet, weil das ist wirklich ein Magier. Und ihr seht, das wird ein entscheidender Kampf. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Leben er hat. Er hat, glaube ich, so an die... Lass mich lügen... 2500 oder so. Und das muss alles der rote Reiter machen. Denn ich habe wirklich keinen anderen, der Schaden drücken könnte. Und Eisgeist so bringt natürlich auch nichts, weil es absorbiert da ist halt Eis. Beziehungsweise der ist gar kein Eis. Er ist, glaube ich, ein Tyrann, glaube ich, von Typ her. Ich weiß es jetzt aber nicht. Und ich werde mich weiterhin schützen. Es ist so eine kleine Pussy-Art, oder? Also so kann man halt wirklich einen Magier sozusagen zur Strecke bringen. Und ihr seht, es funktioniert. Also von daher, ich habe noch keinen Schaden genommen. Meine beiden Magier sind zwar ein bisschen angeschlagen, aber der rote Reiter macht seinen Schaden sehr gut. Und jetzt reicht's aber. Ich werde jetzt zeigen, wozu ein Herrscher fähig ist. Berserker. Er macht natürlich auch so eine Attacken. Und ja. Wir machen noch einmal diese Makaraka an. Und dann dürfte es eigentlich sozusagen reichen.
Ihr seht, wie viel Mana er auch bekommt. Er hat eine unglaubliche... ja... Pool, sage ich mal jetzt, von Mana. Und... ja, Klingen sind... Er bräuchte eigentlich Mana-Absorber. Ja, er heilt sich. Das wusste ich auch schon. Er heilt sich zweimal. Das habe ich auch gelesen. Und... physisch springt leider nichts. Wir müssen irgendwas machen. Wir können nur das hier machen. Bringt uns leider jetzt nicht so viel an Schaden. Aber immerhin. Und wir machen weiter Meditation, denn es sieht eigentlich ja so lala ab. Ich werde jetzt dem Hellenbalker trotzdem meine ganzen Mana-Pötte sozusagen in den Arsch schieben. Wow, yay. Aber einer ist ausgewichen, das habe ich gesehen. Und ich weiß gar nicht, ob Makarakaram auch Dings wegmacht. Deswegen werde ich mal überspringen den Zug. Ob ich dann auch mich selber noch heilen kann, das weiß ich gerade nicht. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal überspringen. Aber sehr schön, dass einer ausgewichen ist. Mach noch einmal das hier. Ich hatte schon fast in Betracht gezogen, dass wir Limit erreicht haben. Und ich muss echt sagen, der rote Reiter hat sich schon rendiert eigentlich. Also er macht gut Schaden. Erstmal einziger Damage-Schaden gerade. Ups. Gerade gegen den Laptop gekommen. Aber okay. Alles okay. Und ja. Das ist schon geil. Also. Es läuft gut. Muss ich echt zugeben. Hat er irgendwie schon irgendwelche Zeichen von Ermüdung? Nee, anscheinend nicht. Egal. Wir haben ja noch ein paar Chakra-Tiegel. Wir könnten. Genau. Wo ich es gerade sage. Ich gebe ihnen das einfach mal. Und mache weiter die Klingenwünsche. Ja. Oh. Super, hat sich ja voll gelohnt. Hat sich ja voll gelohnt, der Chakra-Tiegel. Hey ho. Wieso mischst du dich in meine Pläne ein, böse zu werden? Ich wollte doch nur so sein wie der legendäre König. Schaurig, aber süß. Mehr habe ich nie gewollt. Hey ho. Mist. Ich schmelze. Oh. Schwarze Frost ist geschmolzen. Du hast den Magatama Satan erhalten. Und ja. Spezialzauber. Leeres Gerede. Ich weiß gar nicht, was das für eine Fähigkeit ist, aber hört sich nicht schlecht an. Wir haben gar keinen Vertreibungsschutz, ne? Drinne. Sehe ich gerade. Na gut. Ja. War schon ein bisschen traurig, oder? Ein bisschen schon, oder? Mich interessiert dieses Nee, halt, der ist halt gegen Dings schwach. Ich werde weiterhin den reinnehmen. Denn ich bin sozusagen gegen Vertreiben immun. Ihr habt es gesehen, er hat am Anfang Mamunon gemacht. Und das ist, glaube ich, Vertreiben. Oder auch Tod, ich weiß es nicht. Aber das haben halt alle meine Monster negiert. Weil alle sind Scheusal und die negieren alles. Also beziehungsweise die negieren das. Also von daher... ein schöner Kampf, übrigens. Also richtig gut. Also da muss ich mich mal selber loben. Das war ein richtig geiler und schöner Kampf. Aber es ist natürlich schade für den schwarzen Frost, dass wir ihn leider vernichten mussten. Oder? Ja, da kommt das kleine Oder zu sprechen. Denn es gibt nämlich einen Weg, diesen kleinen süßen schwarzen Frost, Schatzi, wiederzubekommen.
Ja, ihr habt richtig gehört. Man kann ihn bekommen. Und ich zeige euch nun auch, wie man ihn bekommen kann. Man kann ihn jetzt durch auch Fusionieren bekommen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, ihn zu bekommen. Das schaffe ich vielleicht noch in der Zeit. Ich weiß es nicht. Wird knapp. Also, 15 Minuten sind wir gerade. Es gibt nämlich einen Ort, wo er jetzt ist. Und es kann nur einen Ort geben, wo er jetzt sein kann. Und zwar im Labyrinth von Amada. Und er ist an einem bestimmten Ort. Und bis dahin muss ich erstmal ein bisschen laufen. Und er kommt eigentlich nur da runter, wenn man Dante vorher besiegt hat. Das haben wir. Und das heißt, wir können da jetzt hinunter. Ich habe übrigens hier noch überall Haferflocken rumstehen. Weil ich versuche ein bisschen zuzunehmen. Und Haferflocken ist ein kleiner Tipp von mir für euch. Also, wenn ihr zunehmen wollt, dann natürlich nicht zu schnell zunehmen und auch nicht zu schnell abnehmen. Also, das ist das Dümmste, was man machen kann. Wenn man zu schnell abnimmt oder zu schnell zunimmt, gewöhnt sich der Körper an diesen Rhythmus, dass man mehr isst oder weniger isst. Und dadurch kommt dieser Jojo-Effekt. Also wenn ihr wirklich nur, also ganz schnell runtergeht vom Gewicht her, verlangt euer Körper nach Futter und so weiter oder auch nicht halt. Und das ist halt die Sache. Also der Körper gewöhnt sich halt daran, dass man mehr braucht und er will dann halt auch mehr. Und wenn man halt fertig ist mit der Ernährung, dann will man halt mehr haben. Also da braucht man auch wirklich mehr essen oder auch weniger essen. Und da wird man halt wieder zurückkatapultiert. Also nicht zu schnell angehen. Der Körper muss sich erst daran gewöhnen, dass man seine Ernährung umstellen will. Und natürlich kann ich noch einen Tipp geben, wenn ihr vorher nochmal Istoma macht. Wenn ihr zunehmen wollt oder abnehmen wollt, dann nehmt euch auf jeden Fall einen Trainer. Also geht zumindest im Fitnessstudio oder macht irgendwelchen Fitnesskram. Denn es ist nämlich ganz wichtig, denn wenn ihr nämlich zum Beispiel wie ich, also ich will eigentlich 10, 15 Kilo zulegen. Und ja, also 10, 15 Kilo ist jetzt da nicht sehr viel, aber ja gut, es ist viel eigentlich, weil ich halt auch zu wenig wiege. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Also wie gesagt, nicht zu schnell zu oder abnehmen. Körper gewöhnt sich dran, das habe ich gesagt. Oh, er greift schön an. Nett. Also was ich so als kleinen Tipp geben kann für die Leute, die zunehmen wollen. Haferflocken. Weil Haferflocken hat nämlich extrem viel. Ihr braucht extrem viel Kohlenhydrate. Wenn ihr zunehmen wollt. Und oh, einfach ein Höllenbrenner. Wow, hat er viel abgezogen. 32. Krass. Naja, das ist schon mehr. Also Haferflocken haben extrem. Also wenn ihr zunehmen wollt oder auch abnehmen, müsst ihr halt drauf denken, also drauf schauen. Also beim Zunehmen viele Kohlenhydrate. Das bietet sich halt an bei Haferflocken, weil da extrem viele Kohlenhydrate drin sind. Auch ohne. Also da ist kein Zucker drin. Also. Moment, auch da ist ein bisschen Zucker drin. Oder? Nee. Ist da Zucker drin? Ich weiß es gerade nicht. Moment, ich mach mal einfach nur Sinn nebenbei, guck ich nochmal auf die Packung. Die habe ich übrigens zerrissen, wie Sau. Wie ein Ostpaket. Ah, lustig. Da ist 0,7 Gramm Fett drin. Pro 100 Gramm wahrscheinlich. Ja. Und da sind normalerweise 58 Gramm, also 58 Gramm Kohlenhydrate sind da drin, 58 Gramm pro 100 Gramm. Und ich kann euch ja mal die Terrorklinge
wie der aussieht. Cool. Das sah cool aus. Da sind 58 Gramm Kohlen da drin und das ist übelst heftig. Also wirklich, wie gesagt, kleiner Tipp, wenn ihr zunehmen wollt, Haferflocken. Und wenn ihr Milchshake habt, also so einen Shaker habt, ich zeige euch gerade nochmal, wie man da runterkommt eigentlich. Ne? Nebenbei so, also ich. Wie man zu Dante kommt. Jetzt bin ich nämlich hier oben. Und also wenn ihr sowas habt, macht am besten wie viel war das? Ein Viertel Liter Milch rein. Dann Bananen. Bananen sind auch Kohlenhydrate reich. Also ist auch ganz gut zum Zunehmen. Bananen. Und dann packt da eine Banane rein. Geschält natürlich. In kleinen Stücken. Und dann klatscht ihr noch den Haferflocken noch ein bisschen was rein. Müsst halt drauf aufpassen, wie viel da reinpatscht. Und dann esst ihr halt den, beziehungsweise trinkt ihr diesen Milchshake nebenbei noch. Und das ist. Also das ist extrem. Hey ho! Der Imperator ist zurück! Ich will sein Autogramm, hey ho! Also werde ich ihn suchen gehen. Seht ihr, der Imperator ist mich hier unten. Also der Black Frost. Also ihr sollt dann diesen Drink, sag ich mal so, diesen Bananen-Haferflocken-Drink, solltet ihr dann wirklich auch nebenbei noch essen, also beziehungsweise trinken. Neben der Mahlzeiten. Also jetzt nicht sagen, okay, der Milchshake macht mich schon so satt, sondern wirklich neben dem Essen wirklich noch diesen Milchshake dazu ballern. Und dadurch kommen halt diese ganzen Kohlenhydrate und dadurch werde ich auch ein bisschen breiter. Hier, dieses Team hier hat mich extrem angeschissen, als ich zurückkam von Dante. Und Amaterasu. Genau, die Gottheit, die so affig leuchtet, die Sau. Terrorklinge! Noch schade. Ah, die macht übel Schaden. Oh. Oh. Was war das? Göttliches Licht. Egal. Den Vogel brauche ich, glaube ich, auch noch. Ja. Nee, oder? Ist das das? Ich weiß es nicht. Kann ich mich... Nee. Boom. Er ist geil. Also, der gefällt mir, der rote Reiter. Seine ganzen Angriffsanimationen sind geil. Und das war es eigentlich auch schon, was ich jetzt eigentlich dazu Molkereiprodukte sagen wollte und auch zum Zunehmen abnehmen. Wie gesagt, nicht zu schnell, nicht so langsam, weil sonst habt ihr gar keinen Erfolg. Ah, ich weiß, was ich sagen wollte. Wenn ihr zunehmend abnehmt, auf jeden Fall ins Fitnessstudio gehen oder irgendwo trainieren, denn es sieht mich richtig scheiße aus, wenn ihr halt 10 Kilo zunehmt und das Fett bleibt dann halt am Bauch oder an den Schenkeln oder überall und es sieht dann richtig aus. Also von daher, versucht dann auch zu trainieren, damit ihr euch auch ein bisschen wohler fühlt. Ihr baut euch auch ein bisschen daraus aus, also wenn ihr noch ein bisschen Stress habt oder so, könnt ihr auch zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen und da ein bisschen trainieren. Nicht schüchtern sein, weil halt irgendwelche Typen da sind. Da sind sehr viele dünne Leute eigentlich. Da sind auch sehr viele Da sind auch sehr viele Leute, die sehr dünn sind und auch muskulös. Also extrem muskulös. Ich weiß nicht, also ein gewisser Grad an... Wo ist denn der jetzt? Hä? Muss ich da runter? Nee. Da ist das Guckloch. Ich glaube nicht, dass er da rumsteht. Hä, wo steht er denn jetzt? Wo stehst du? Nee. Ich will ihn nicht behandeln lassen. Hä, wo steht er denn jetzt? Hm.
Hier sind diese beiden Schwestern, ne? Genau. Nein. Diese beiden Schwestern. Dass der Cursor auf sofort auf Ja drauf ist, ne? Schon heftig. Ich habe übrigens, was mir noch einfällt. Letztens. Ist der da oben? Vielleicht. Mal gucken. Ich hab letztens. Letztens einen Kampf gehabt, wo ich verwirrt wurde und habe dadurch 8000 Marker verloren. Und ein kleiner Tipp, diese Marker, die man verliert durch Verwirrtheit, die kriegt man nicht wieder. Ich hatte 8000 Marker verloren. Also das war schon heftig. Ich habe extrem lange gebraucht, um das zu sammeln. Na, wo ist denn der Typ? Bin ich jetzt umsonst runtergelatscht? Scheiße. Verdammt. Ist der doch noch nicht hier? Oder bin ich jetzt total falsch? Wo könnte der sein? Er kann eigentlich bloß hier sein. Wo ist er? Du hörst eine Stimme. Heyo! Ich bin wohl ein bisschen spät dran. Ich habe mich echt angestrengt, um hierher zu kommen. Du erinnerst dich an mich, oder? Der Imperator von Kabukicho ist endlich zurückgekehrt. Wenn du dich fragst, wie ich es wohl geschafft habe, zurückzukehren. Das ist ein Geheimnis. Frag mich bitte auch nicht, wieso ich geschrumpft bin. Alles klar? Hey ho. Wie dem auch sei, ich habe wieder vor, der Beste zu sein. Wenn ich dich begleite, hey ho, dann werde ich vielleicht super cool und super stark. Also gehen wir. Hey ho. Der schwarze Frost hat sich dir ohne deine Einwilligung angeschlossen. Ach. Und damit haben wir einen alten bzw. neuen Freund. Und der ist Level 66, was übelst krass ist. Und ein krasser Magier ist. Und auch, also ihr seht, er ist extrem krass von den Werten her. Er ist Level 66, müsst ihr mal reinziehen. Hat 24, fast überall, außer in Beweglichkeit und Vitalität. Das ist sehr, sehr stark. Ihr seht auch, seine Widerstände sind übelst krass. Feuer, Tod, absorbiert Eis, negiert Vertreiben und widersteht physikalischen Schaden. Er ist fast unverwundbar und er lernt auch richtig geile Sachen, beziehungsweise er lernt gar nichts richtig geiles. Ich möchte mich widerlegen sozusagen, dass er was Geiles lernt. Er lernt Diorama, seht ihr, und er lernt auch zwei Fähigkeiten, diese passive Fähigkeiten sind. Das heißt, er lernt, ich weiß jetzt gar nicht, was er noch lernt. Irgendwas lernt er noch, Anti, also dass er gegen Elektro schwach ist oder gegen Stärke oder irgendwas, bekommt er noch so ein Anti-Ding. Also er kriegt diese beiden Anti-Dinger noch dazu. Und dieser schwarze Frost werden wir später fusionieren. Und ich wollte es einfach mal zeigen, dass man ihn auch so bekommen kann. Er ist Nacht, nicht Tyrann, was ich vorher dachte. Und diesen werden wir später nochmal fusionieren. Ich wollte das Event aber jetzt nochmal mit euch mitmachen und euch den nochmal zeigen. Ich werde ihn wahrscheinlich wirklich, der ist ja jetzt sowieso ein Compendium drin, aber ist egal, wir können ihn trotzdem fusionieren. Und ja, ich habe das euch dann gezeigt. Mabu, Fudyn kann er lernen. Wir können dann noch ein bisschen fusionieren, aber das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge tun. Denn wir sind nämlich schon bei 30 Minuten und ich muss langsam aufhören, denn ich überziehe diese Folge schon wieder, wie heftig. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Lucifer Scroll. Und mal schauen, was wir denn machen. Wir werden wahrscheinlich endlich mal im schwarzen Tempel weitermachen. Denn ich weiß nämlich, wie es weitergeht. Endlich. Also wusste ich vor drei Folgen. Vor zwei Folgen, vor drei Folgen, ich weiß es nicht mehr. Aber egal. Ich habe euch zugelötet und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Lucifer Scroll. Ich bin euer Kuma und ich bin raus.